Für die Zubereitung habe ich heute ausgesucht ein Schweinekotelett Dry Age von der alten Wutz. Ich empfehle das Schweinefleisch zu pökeln, damit wir die stützende Struktur der Muskelfasern ein bisschen aufbrechen und die Wasseraufnahmekapazität des Fleisches erhöhen. Wir schaffen es so mit einer 7%igen Salzlake ca. 20 bis 25% des Gewichts zu steigern. Dazu geben wir einmal ca. 7 bis 8% Salz und 3% Zucker in die Lake, die wir ansetzen. Wir beschweren das Fleisch leicht und lassen es jetzt für ca. 2 Stunden im Kühlschrank pökeln. Das Fleisch haben wir nach dem Pökeln einmal kurz gewässert, mit Salz, Pfeffer bestreut und es kommt jetzt auf die Planscherplatte. Wenn wir jetzt bei hoher Hitze von jeder Seite 2 Minuten anrüsten und dann nochmal bei 110 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten im Backofen eingeschlagen, Backpapier und Alufolie nachgaren. Zartrosa, geschmacklich eine absolute Sensation.